Ich hab keine Spitzhacke. Jo, was geht ab, Leute? Willkommen beim neuen Video. Heute mit den zwei Tiger Ghost Pot 71 sind wir angekommen. Und ja, ich nenne das Video einfach mal Happy Hour, den zweiten. Ja, da haben wir noch ein bisschen, das war ja im vorigen Video, wenn ihr das nicht gesehen habt, checkt das mal ab. Haben wir auch einiges Gutes geswitcht. Hier haben wir auch mal wieder ein Titanschild geswitcht. Da seht ihr die Boni 12 Int, 6 Stärke, noch irgendwas. Weiß nicht mehr genau. Hat noch über ein paar Switch, habe ich gedacht, komm, switchst mal dein Zodiac-Bogen plus 6. Damit mache ich ja die ganze Zeit Weltenboss. Ja, was war drauf? 32 DSS, Rest eigentlich ja, nicht erwähnenswert. Ja, kam da nur Crap drauf. Dann habe ich gedacht, komm, probier's auch noch mal. Noch einmal den Wechsel switchen. Ja, ein DSS mehr. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, Kappa. Egal, ein DSS mehr haben oder nicht haben. Ja, hier nochmal der 6.7. Boni. Bei meinem Feuerrüssi hat auch mal wieder nichts geklappt. Dann haben wir die 25 DSS 10 DB weggeswitcht auf meinem Gifty. Und haben so nochmal geswitcht. Kam nur Crap drauf. Habe ich nochmal ein paar Switcher mitgeholt. Dann kam nur 21 DSS 10 DB drauf. Wenn das mal wenigstens über 30 wäre. Und ja, dann haben wir jetzt noch die restlichen Switcher auf Stings. Und dann kam am Ende 30 DSS, 5 Gift, glaube ich, 5 Ohnmacht, 5 DB oder 8 Ohnmacht, ich weiß gerade nicht, ihr seht es besser. Auf jeden Fall sowas in der Art. Zwei kleine Live-Parts gibt es in dem Video. Ja, da haben wir noch eine Melle gemacht, da habe ich die Truhen mal aufbewahrt. Da 7 Truhen, habe ich nur 7 Truhen? Warte mal. Ja, genau, weil ich eine Truhe einfach liegen lassen habe und rausgegangen bin, anstatt die aufzuheben. Naja, passiert. Das ist mir dann zweimal passiert. Da habe ich, glaube ich, 1,11 bekommen von 7 Truhen. Ganz in Ordnung, nimm mal mit. Ja, dann habe ich hier mal angefangen, mein HTA zu switchen mit 15 Feuer, 10 DB, 10 TP Absorb, 10 Mana Raub. War die ganze Zeit plus 6. Klar, reicht erstmal, aber dann habe ich gedacht, komm, ich habe so viele Perlen. Hatte noch ein paar Segis und noch ein paar Drachensegis über ein Schmiedehandbuch. Habe ich gesagt, komm, probierst du mal, upst du mal ein bisschen. Und try's mal. Irgendwie will das Ding auch nicht hochgehen, weiß nicht. Ich glaube, wenn ich mich ein bisschen hinsetzen würde, geht das Ding auch auf 9 irgendwann. Ja, habt ihr gesehen, ein bisschen ab. Dann habt ihr hier erst wieder mal plus 7, hat nicht geklappt. Dann wieder runter. Na, jetzt auf plus 5. Ja, plus 7. Jetzt mal ein Try auf 8. Leider nicht geklappt. Ich wieder auf plus 7 und hat auch geklappt. Und auf 8. Auch nicht geklappt wieder. Naja. Da musste ich, glaube ich, Segis nachkaufen. Hatte ich keine Segis mehr. Genau. Haben wir das drängt, habe ich direkt auf 7 geuppt. Plus 8 hat geklappt. Jetzt haben wir wenigstens einen Try. Habe ich natürlich ein Schmiedehandbuch draufgezogen. Wollte das Ding eigentlich auf 9 haben und ja. Hat wieder nicht geklappt. Das Ding ist jetzt plus 7. Ich habe es weiter geuppt. Habe es auf 7 erstmal gelassen. Weil Baustelle so der Deutsche. Wisst ihr selber. Ja, dann, wie gesagt, Weltenboss. Da hole ich dann immer jetzt die Weltenbox davon, weil ich einen Kahn brauche, hab momentan keinen. Hab nur ein Weihnachtsend mit 30 XP, 15 Monster und den kannst du dann einmal wöchentlich 3 Truhen holen. For free ist eigentlich ganz nice. So, dann haben wir hier, haben wir gar nicht erwähnt, also Giftwolt haben wir auf G und Degenwürdel haben wir hier auf G10. Da haben wir hatte ich zwei Exos von den Hydertruhen und zweite Seele hat direkt auf P geklappt. Erster P-Skill auf unser Ninja. Nice. Giftwolke ist momentan G4, glaube ich. Dann haben wir hier noch von Maui Baui seinen Gift auch noch probiert. Da glaube ich schon, keine Ahnung, wie oft er das probiert hat mit Flippy zusammen. Hat leider nicht geklappt, schade. Ja, dann ging es wieder los. Ich habe das erstmal ein bisschen durcheinander gewürfelt, dass nicht immer das gleiche kommt. Wieder ein Titanschild geswitcht. Ich sehe gerade nicht, was da drauf kommt. Was war da nochmal? Ist es das? Ne, das auch nicht. Ja, 10 HM, 6 Beweglichkeit, 20 XP Bonus, ich weiß was nicht. 20 Tiere, glaube ich, ist noch drauf. Seht ihr auf jeden Fall besser. Und jetzt kommt 2 Life Parts. Wenn auch halt dein Maul dann auch richtig aus. Oh, soll ich es lassen? Geil, ja, ne? Aber es hat leider kein Teufel drauf, aber. Ist egal. Naja, ist auch egal. 15 Wind, 10 TP, Absorb, 1 KTP. Ja. Ich will auch sehen. Wo, ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
Let's go! 15 Feuer, 5 DB, 5 AM. Jawohl! Weiter Roll ist. Und 6 Teufel. Hast du es jetzt weiter geswitcht oder was? Ja, natürlich. Nein, noch eins geholt. Ah, du hast keinen, achso, ja, gut. Jawohl, Junge! Also, Fenster öffnet Feuer sich, kleinen Moment. Der Rest ist jetzt nicht so. 15 Feuer, 5 DB ist nice. Ja, 15 Feuer, 5 dB, 5 AM, so circa 5 bis 6, 7 Won wert. Das HTA habe ich dann passiv für 3 Won einfach weggegeben, weil er unbedingt eins brauchte. Keine Ahnung, das wäre auch wahrscheinlich so 5, 6, 7, 8 Won wert gewesen. Leider kein Teufel drauf. Und ja, wie ihr seht, ich habe ein bisschen Yang gespart, nicht viel, weil, wie gesagt, momentan, also Arbeit, Arbeit, nach der Arbeit dann immer ein bisschen farmen, dann Kind ein bisschen draußen, dies, das. Da haben wir das Yang zusammengefahren, hab versucht nichts auszugeben, ich habe ab und zu mal Hydro-Truhen gekauft, da habe ich mir gedacht, komm, bevor du jetzt wieder Sachen kaufst, kaufst du Mondsteine, weil ich denke, kann sein, dass sie steigen werden, mal gucken, wie schnell, weil die Hydro-Truhen sind auch schon gestiegen, von 20 auf 30 KK, da haben wir 4 Mondsteine gekauft, dann haben wir jetzt hier noch rote Sundag-Schatolen gesucht und gekauft, weiß nicht, war das in dem Part, ja, das war in dem Part, haben wir auch jetzt nochmal 600 Stück an der Zahl gekauft, also 200er Stacks. Dann kommen wir dann dazu, kommen wir auch dann. Alter, ich habe heute einen Sprachfehler, ich bin gerade von Arbeit gekommen. Tut mir leid für den. Kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Video. Also, das seht ihr auf jeden Fall im nächsten Video. Dann haben wir hier noch ein Armband gekauft. Habe ich gesagt, komm, schneide ich mal mit rein. 85kk, 15 Blitz. Ich denke mal, auch für einen Won, über einen Won wird es auf jeden Fall los. Hab's gerade für 2 Won im Laden. Vielleicht geht's weg, vielleicht nicht. Sehen wir dann. Dann haben wir 6.7. Boni. Auf meinen Feuerhelm, Damage-Helm, raufgepackt. Also erstmal den 6., weil da haben wir nur 5 Bonis drauf. Haben wir auf jeden Fall probiert, habe ich gestern Abend noch gemacht. Dann habe ich das ein bisschen mit den Exhalatoren, oder wie man die Dinger auch nennt, ein bisschen gepusht. Habe ich dann PC angelassen über Nacht. Damit ich vor der Arbeit das einmal abnehmen kann und dann direkt wieder nochmal abgeben kann in den Helm. Wir sind ja gerade sowieso zur Erwartung wieder heute. Haben wir dann, der seht ihr, morgens abgeholt, sogar erfolgreich. Mega nice. Und hier seht ihr. Ja, das ist drauf. Wenigstens der 6. Boni ist drauf. Immerhin, habe ich dann direkt nochmal abgegeben, seht ihr jetzt hier. Und ja. Gucken wir, ob der dann draufkommt, der 7. 6. 7. Boni. Ja, der 7. Boni. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Hier seht ihr nochmal, wie wir jetzt Eisvogelschuhe haben. Das seht ihr dann im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da. Abo auf Kosten bei Beiß, ihr wisst Bescheid. Kommi und Abo, Kommi und Kommentar für den Algorithmus. Und verzeiht mir meine Sprachfehler heute. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Haut rein, euer Hexer. Peace, peace. Oh, Mann, ey.